Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Jailbreak-Video von mir. Ich habe euch ja schon gestern gezeigt, wie ihr mit Pangu den Jailbreak hier machen könnt. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr ganz leicht noch Cydia installieren könnt, so dass alles dann ganz normal nutzbar wird. Als allererstes öffnen wir einmal hier die Pangu-App, die ihr nach dem Jailbreak auf eurem Gerät habt. Dann geht ihr unten auf OpenSSH und tippt einmal oben rechts auf Install. Dann wird OpenSSH kurz installiert, das dauert einen kleinen Moment. Und dann gehen wir einfach hier auf OK, gehen nochmal zurück, gehen auf Refresh, gehen nochmal auf OpenSSH, nur um zu kontrollieren, ob da oben rechts auch steht Reinstall. Das heißt nämlich, dass alles funktioniert hat mit der Installation. So, und als nächstes schließen wir dann unser iPhone nochmal per Kabel an unseren Rechner an und stellen sicher, dass wir auch eine funktionierende WLAN-Verbindung haben. Und zwar dasselbe WLAN, in dem sich auch euer Computer befindet. Anschließend ladet ihr euch bitte die Software Install Cydia After Jailbreak Pangu 8. Den Download-Link, den packe ich euch hier unten in die Videobeschreibung. Ladet also die Software dann herunter und öffnet das Programm. Bestätigt einfach den Hinweis mit Ja. Und dann haben wir hier das kleine Programm schon offen und ihr seht hier Punkt 2, das ist den wir jetzt gleich brauchen, Run Install Cydia. Einfach darauf klicken, dann öffnen sich hier zwei Fenster und wir packen uns mal hier das Hauptfenster nach vorne. Ich muss nur schauen, welches das war. Das dauert alles einen kleinen Moment, jetzt wird nämlich hier die Verbindung hergestellt und wenn ihr jetzt hier einen Hinweis seht, dann geht einfach mit Skip weiter. Jetzt werden hier ein paar Pakete heruntergeladen. Das Ganze dauert dann auch einen kleinen Moment. Wir bestätigen hier nochmal mit Skip und danach sollte es auch schon geschafft sein. Das ist also die aktuell leichteste Methode, wie ihr Cydia installieren könnt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das Ganze manuell zu machen über das Programm CyberDuck oder diverse andere. Das ist aber mehr dann was für Bastler. Das hier ist jetzt die, sagen wir mal, etwas komfortablere Lösung, bis dann alles in einer App mit Pangu soweit zusammengefasst ist, dass es dann absolut End-User-freundlich geworden ist sozusagen. Und ihr seht schon, das iPhone ist gerade neu am Starten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann wird jetzt Cydia installiert, wenn alles funktioniert hat. Wenn nach dem ersten Neustart Cydia noch nicht zu sehen ist, ist das noch kein Problem. Dann machen wir einfach einen weiteren Neustart und dann sollte aber auch der Cydia App Store dann endgültig zu sehen sein. Ich werde das Ganze hier mit dem Zeitraffer etwas beschleunigen, damit ihr nicht einschlaft vor dem Screen. Und da habt ihr es, Leute. Es hat funktioniert. Hier ist er, unser Cydia Store. Also, alles wunderbar, ganz einfach eigentlich. Und dann starte ich doch direkt hier mal Cydia. Und dann werdet ihr sehen, dass wir direkt in das erste Setup hineinbekommen. Und somit hätten wir unseren Jailbreak nun endlich komplett. Der iOS 8 Jailbreak, der funktioniert also für das iPhone 4S, 5, 5S, 5C, iPod Touch 5. Generation und alle iPad-Modelle, die mit iOS 8 laufen natürlich und natürlich auch die neuen iPhone-Modelle iPhone 6 und 6 Plus werden hier unterstützt. Also eine wirklich tolle Leistung, die hier die Jailbreaker für uns geliefert haben. So früh schon nach dem Release einen funktionierenden Jailbreak zu haben, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das schon mal der Fall war. Also Leute, probiert es einfach aus. Wenn ihr noch sehen wollt, wie der Jailbreak an und für sich funktioniert, den Videolink zu meiner Beschreibung, den findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und dann werde ich euch demnächst auch zeigen, welche Apps schon mit iOS 8 kompatibel sind. Erst einmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video hier bei mir AppleCat. Bis dann, tschüss. Okay Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Me AppleCat. Die Katze hat gesprochen. Me AppleCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+ und bei www.meappleCat.jimdo.com. Wir sehen uns. Rau!